Hallo YouTube, das ist mein zweites Tutorial über die Redstones und die Grundlagen. Ich habe mich in meinem letzten Tutorial etwas vertan. Ich habe gemerkt, dass man doch große Bilder an Wänden hängen kann und gleichzeitig noch durchgehen kann. Dies ist aber immer so, baut man anders mit einem anderen Verfahren. Dies ich aber jetzt extra nicht, also dies baue ich jetzt aber noch nicht. Also vielleicht zeige ich das mal in einem anderen Tutorial. So, erstmal kommen wir zu den Redstones. Da oben sieht man eine Tür und hier einen Schalter. Wenn ich jetzt diese Tür umlege, ist die Tür zu. Wenn ich jetzt wieder zurück umdrehe, ist sie wieder auf. Dies passiert mit Redstone. Das Prinzip erkläre ich euch jetzt mal. Ein Schalter macht Strom, so gesagt. Diese Torchlampe erzeugt auch Strom, aber der Strom fließt nicht hier lang, weil die nicht richtig aneinander verbunden sind. So gesagt, der kommt nicht daran, aber die kommen daran. Also wenn ich das anmache, geht die ja aus. Also muss die ja daran kommen irgendwie. Aber andersrum nicht, weil es müssten die an sein. So, dann geht die halt aus. Die geht an. Die geht aus. Die geht an. Und die geht aus. Wenn die ausgeht, gehen auch die der Strom aus. Und so geht halt die Tür auf zu. Wenn man dies zu hoch baut, in einer Höhe von... Ja, zu Redstones sagen, also gibt es halt noch so eine wichtige Regel, wer mehr als 15 Schritte, also so jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und so, wer ungefähr 15 hat, sollte einen Repeater einlegen. Dies geht sehr einfach, weil sonst passiert dies. Warte mal, ich zeige euch das mal. Schalter oder ein Button. Ach, sieht man nicht so gut. Ich habe einen Schalter. So. Wie man sieht, geht der Strom nicht bis hinten. Also hier hört er auf und hier funktioniert halt nichts mehr. Aber wenn ich jetzt ungefähr... hier einen Repeater reinlege, sieht man, dass der Strom hier sofort wieder stärker wird und die Tür geht halt wieder auf. So, das war jetzt dazu. Und jetzt noch eine andere Sache. Dies ist sehr praktisch, weil wenn ich jetzt hier drauf drücke, ändert sich der Strom hier lang. Aber jetzt muss ich wieder hier drauf drücken, dann ändert sich der wieder da lang. Das Gute ist, der Strom bleibt halt immer an. Das ist halt gut für Türen. Beispielsweise, wenn ich jetzt auf den Button drücke, geht der Strom an und die Tür bleibt forever auf. Also für immer. Aber wenn ich dann da hinten jetzt, also jetzt in der Tür einen Button mache, dann da drauf klicke und dann halt mit dem richtigen so verbinde, klicke ich so gesagt hier drauf und die Tür geht wieder zu. Das kann man halt so bauen. So, noch eine Sache von den Redstones ist das hier. Ein leicht gebautes Redstone-System. Wie man sieht, blinkt es schnell auf und ab. Das ist, weil hier eine Torchfackel, hier eine und hier eine ist und die halt überall mit Redstone verbunden sind. Dies ist praktisch für die Spender. Ich lege jetzt mal Pfeile rein. Und man sieht. Gut, wenn ich jetzt hier noch eine Linie mache mit einem Liefer, einem Schalter, geht das noch schneller. Aber ich zeige euch das mal. Aufpassen. Man sieht ununterbrochen. Ja, das ist gut für Creeper. Kann man auch, glaube ich, ja, schon leer. Also. Es war ein ganzes Ding drin. So, das war's zu diesem Tutorial. Das waren die wichtigsten Grundlagen. Und ja, ich freue mich. Wenn ihr wollt, abonniert mich. Und ja, bis dann.